Hallo und willkommen zu einem weiteren macOS-Tipp. Es geht diesmal um das Hinzufügen eines E-Mail-Accounts, der zusammen mit Apple Mail genutzt werden soll. Dazu ruft ihr die Systemeinstellungen auf. Hier klickt ihr auf Internet-Accounts und in der linken Spalte seht ihr bereits die vorhandenen Accounts. Hier sind es drei. Hier ganz oben ist ein iCloud-Account. Das sind Accounts mit der Endung me.com oder iCloud.com. Und solche Accounts mit so einer E-Mail-Adresse werden hier automatisch hinzugefügt, sofern ihr bei der Einrichtung von macOS euch bei eurem iCloud-Dienst angemeldet habt. Ihr könnt auch nachträglich mit einem Klick auf iCloud eine entsprechende E-Mail-Adresse hinzufügen. Ansonsten ist es so, dass ihr vielleicht eine E-Mail-Adresse von einem dieser Anbieter habt, Microsoft Exchange, Google, Yahoo oder AOL, dann könnt ihr einfach hier raufklicken. Gebt euren Benutzernamen und euer Kennwort ein und die Einrichtung ist damit im Grunde abgeschlossen. Wenn ihr nicht bei einem dieser Anbieter seid, dann müsst ihr auf anderen Account hinzufügen klicken. Dann wählt ihr Mail-Account aus. Ihr gebt dann eure E-Mail-Adresse ein. Hier demonstriere ich das mal anhand einer GMX-Adresse und das dazugehörige Passwort. Ihr klickt auf Anmelden und nun wird versucht, automatisch die weiteren erforderlichen Daten, wie zum Beispiel die Serveradressen, zu ermitteln. Das kann einen Augenblick dauern. Aber diesmal hat es geklappt. Ich möchte hier nur auf die E-Mail zugreifen. Manche Anbieter bieten ja noch weitere Funktionen an, wie zum Beispiel Notizverwaltung oder Kalenderverwaltung oder dergleichen. Das möchte ich hier alles nicht nutzen, deswegen setze ich hier nur ein Häkchen bei Mail und dann klicke ich auf Fertig. Ihr habt gesehen, dass es bei GMX recht einfach funktioniert, denn hier ist dieses Programm in der Lage gewesen, die dazugehörigen Informationen automatisch zu ermitteln. Das klappt nicht bei jedem Anbieter, aber bei den großen Anbietern sollte es in der Regel einwandfrei funktionieren. Bleibt zum Schluss noch die Frage, was kann ich machen, wenn dieser Account nicht automatisch eingerichtet werden konnte? Das möchte ich ebenfalls am Beispiel von GMX demonstrieren. Ihr erhaltet dann so ein Fenster. Achtet zunächst darauf, dass die E-Mail-Adresse stimmt, dass das Kennwort stimmt. Und die weiteren Daten, das sind also die Serveradressen für die eingehenden und die ausgehenden E-Mails, müssen von Hand eingetragen werden. Diese Information findet ihr auf den Supportseiten eures jeweiligen Anbieters. Und ich zeige das hier, wie gesagt, anhand der Hilfe- und Kontakteseite von GMX. Hier stehen die Serverdaten, Informationen zu den verwendeten Ports und die Art der Verschlüsselung. Meistens reicht es aus, die Serverdaten einzugeben. Und das ist hier imap.gmx.net und mail.gmx.net. Die trage ich jetzt also ein. Und dann klickt ihr auf Anmelden. Und da ich diesen Account hier ja bereits hinzugefügt habe, erhalte ich die Information, dass er bereits existiert. Deswegen passiert jetzt hier nichts weiter. Wenn der natürlich noch nicht hier bei den Internet-Accounts vorhanden sein sollte, dann würde er jetzt hinzugefügt werden und erscheint dann hier in der Liste. Übrigens könnt ihr sehen, dass hier jetzt inaktiv steht. Das hängt damit zusammen, dass ich ihn inaktiv geschaltet habe. Ihr könnt ihn auch aktivieren, indem ihr hier dann einfach das entsprechende Häkchen bei der Funktion setzt, die genutzt werden soll, zum Beispiel Mail. Da muss man nochmal das Kennwort eingeben, also das Kennwort hier von GMX in diesem Fall. Und über den gleichen Weg lässt sich dann auch ein Account deaktivieren, indem man das Häkchen einfach wieder rausnimmt. Das hat dann den Vorteil, dass der Account nicht komplett verschwindet, er ist dann eben nur deaktiviert. Und man kann ihn später einfach wieder aktivieren, ohne jetzt den kompletten Account neu einrichten zu müssen. Das war's dann auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten macOS-Tipp. Macht's gut und tschüss.